Wolfgang, schönen Dank für deine Begrüßung und auch für dein Willkommen hier im Raum. Ich freue mich auch, dass ich heute mal einen kleinen Ausflug in die Uckermark machen durfte, um mal wieder ein bisschen weite und große Flächen zu sehen. Ist doch immer wieder eine andere Liga, wenn du hier die Autobahn lang fährst und die großen Flächen siehst hier. Insofern, ja, mal eine Abwechslung heute hier. In alter Verbundenheit zu dem Verein und zur Anfrage von Frank bin ich heute seiner Anfrage gern nachgekommen und stelle mich heute mal dem Thema, was hier vorne dran steht, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Baujahr 65. Ich bin in Torgelow geboren, habe mein Agraringenieur, nee, nicht mein Agraringenieur, sondern mein Agrotechniker mit Abitur in Dorf Mecklenburg gelernt. Habe dann in Ziro bei Wismar studiert und bin dann, ja, im Studium lernt man manchmal auch eine Frau kennen. Habe dann eine Frau kennengelernt aus der Nähe von Strausberg und bin dadurch nach Brandenburg gekommen. Die ersten 13 Jahre meiner Tätigkeit nach dem Studium war ich Abteilungsleiter einer Pflanzenproduktion einer Genossenschaft nahe bei Strausberg. Bin dort sozusagen 13 Jahre für den Ackerbau und für den Futterbau zuständig gewesen. Bin dann 2003, gewechselt, bin Geschäftsführer einer GmbH geworden in der Nähe von Bad Freienwalde und bin es noch heute, also ein bisschen über 16 Jahre bin ich jetzt in Dannenberg dort Geschäftsführer der GmbH in Dannenberg. Das Thema ist, ist sicherlich spannend, gerade weil dieser Tage wir noch nie so stark konfrontiert worden sind mit diesen ganzen gesellschaftlichen Themen, die uns momentan als Landwirte umtreiben und die uns als Landwirte auch immer wieder so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen lassen. Und ich will heute hier, das sage ich nochmal ganz ausdrücklich, ich will niemanden von meiner Meinung überzeugen, ich will niemanden davon überzeugen, was besser ist, bio oder konventionell, sondern ich will einfach nur meine Meinung und meine Sichtweise heute versuchen darzustellen, das, was ich die letzten 16 Jahre auf dem Betrieb erlebt habe, wird in dem Vortrag so ein bisschen Gegenstand sein. Und bitte natürlich auch drum, dass während des Vortrages, wenn Fragen auftauchen, dass wir die gleich klären, sodass wir sind ja eine kleine Runde, insofern lässt sich das alles ganz gut und ganz einfach machen. Meine Agrarwende, enkeltaugliche Landwirtschaft. Na, mal gucken, was wir unterm Strich dazu sagen, wenn wir durch sind. Also den Vortrag habe ich gegliedert in 5 Punkte. Eine Betriebsvorstellung, dann ein bisschen was zum eigentlichen Thema, wo und wann kann ich persönlich von meiner Agrarwende sprechen und versuche dann auch ein bisschen meine Sichtweise zur enkeltauglichen Landwirtschaft kundzutun, neue Wege aufzuzeigen und zum Schluss sehen wir alle zusammen das Fazit des Vortrages und gehen mal so ganz locker rein ins Thema. Hier vielleicht ein paar Bilder aus dem Betrieb, woraus sicherlich schon zu ersehen ist, dass nicht alle Sachen so ganz selbstverständlich sind. Also die Fruchtfolge ist relativ vielfältig, im Gegensatz zu dem, was wir immer mehr erleben, wenn Betriebe sich von Tierproduktion verabschieden, wenn sich Betriebe immer mehr auf die ganz normale, konventionelle Marktfruchtproduktion konzentrieren und dann die Dinge anbauen, die vom Handel nachgefragt werden. Dann bleibt ja eigentlich nichts weiter übrig, als eine engere Fruchtfolge zu fahren. Hier, ich sag mal, so eine Untersaat im geernteten Getreide, das wäre schon mal so ein wichtiger Anhaltspunkt, worum es heute gehen soll. Und die Geschichte mit der Direktsaat, weiß ich, ist hier in der Uckermark auch ein ganz spannendes und ein heißes Thema. Es gibt ein paar Leute und ein paar Pioniere, die das hier betreiben, mal mehr oder weniger erfolgreich, mit viel Skepsis, aber auch mit viel Interesse seitens der anderen Landwirte. Gucken wir mal, ob das eine Nische, eventuell eine interessante Nische bleibt, auch in dem ganzen Konzept, was ich hier heute berichten möchte. So, dann ganz kurz die Betriebsvorstellung. Also wir reden hier über einen 700 Hektar Betrieb mit 645 Hektar Ackerland, 47 Hektar Grünland, 8 Hektar Wald. Die Schlaggrößen sind so zwischen 7 und 60 Hektar. Die durchschnittliche Ackerzahl bei 29. Stark wechselnde Böden von Sand bis lehmigen Sand. Also wir sind an der Endmoräne, also die eiszeitliche Planierraupe hat bei uns den zusammen- und durchgewürfelten Kram abgelagert. Dadurch sind die Böden sehr verschießend, sehr inhomogen. Und wir haben auch sehr viel Steine dadurch. Niederschläge
Vor 2, 3 Jahren hätte ich mich noch aus dem Fenster gelehnt und hätte Tendenzen verkündigt. So ein bisschen ist das ja eine Tendenz von vor 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, das wird spannend, was uns da erwartet. Also ich glaube noch nicht mal, dass wir unbedingt trockener werden. Es kann durchaus dieses Jahr und letztes Jahr sind Jahre, wo wir wahrscheinlich denken, um Himmels Willen, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es eng. Aber wir werden gleich noch eine Statistik sehen und wir werden mal gucken, was die nächsten Jahre passiert. Anbaukulturen genannt, auch nicht unbedingt unter dem Anspruch der kompletten Vollständigkeit. Also ich bin sehr experimentierfreudig und probiere auch immer noch mal wieder was anderes, auch Sonderkulturen. Wir haben nach wie vor 165 Milchkühe mit jetzt noch auch unter Bio einer Leistung von 8.900 Liter. Wir hatten mal eine Milchquote von 1,5 Millionen, damit man weiß, wo man mich einordnen muss. Mitarbeiter aktuell 14 plus 1, davon sind 2 Arbeitskräfte im Hofladen und der Maschinenbesatz eigentlich nichts Außergewöhnliches, so wie man es für die Betriebsgröße erwarten mag. Hier nochmal ein bisschen was zum Regen. Das sind meine Aufzeichnungen von 2003 bis eigentlich heute. Also wir sehen ja hier oben 2019 bis heute 426 mm, wirklich aktuell gerade zusammengerechnet. Das sieht nach einem, ja, gefühlt normalen Jahr aus, rein was die Zahl betrifft. Also wenn wir jetzt im November und im Dezember noch so Regen dazu bekommen, wie wir es im Oktober und November hatten, dann sind da durchaus so 550, 600 mm drin. Und dann würden wir unterm Strich, rein die Zahl betrachtend, am Ende des Jahres sagen, war ja eigentlich ganz normal. Aber ganz normal ist es eben nicht und dazu kommen wir eben auch noch. Hier nochmal die Kurven der letzten Jahre, also 2015, 16, 17, 18. Und dabei ist auf jeden Fall schon mal ein Trend zu erkennen, dass wir, ja, ich sag mal, in den Monaten Juli, August mitunter dann doch relativ hohe Regenmengen haben, dass wir ganz besonders für die leichten Böden mit wenig Wasserhaltevermögen hier eine ganz spannende Zeit ist. Und also die Niederschlagsverteilung, die ist mitunter eben nicht so schön optimal, wie wir uns das gerne wünschen würden. Und deswegen wird es aus meiner Sicht für die Zukunft darauf ankommen, wie wir die Böden hinbekommen, wie wir die Böden konditionieren, ob wir den Böden ein bisschen was von dem Speichervermögen zurückgeben können, was sie mal hatten, um dann mit den 600 mm oder 550 von diesem Jahr statistisch oder in der Verteilung des Jahres vielleicht besser klarzukommen. Hier nochmal, die Folie habe ich einfach mal mit reingepackt, um ein ganz wichtiges Thema anzusprechen. Wir haben eine Milchproduktion. Ich war genauso frustriert wie alle Milchbauern bis zum heutigen Tag, dass für die Milch so schlecht bezahlt wird und dass wir einen Top-Rohstoff produzieren und der einfach immer wieder nur verramscht wird. Das war für mich letztendlich ein Signal, irgendwo auch immer wieder mal nach neuen Wegen zu suchen. Und in Oberkremer Vielefanz gab es die erste Milchtankstelle in Brandenburg. Die habe ich mir dann mal angeguckt und habe mir das Konzept mit nach Hause genommen und habe gedacht, du probierst es. Also das ist unsere Milchtankstelle in Dannenberg. Bin zum Anfang, das ist praktisch das Gesamtgebäude, vorne ist noch so eine kleine Kommunaltechnikwerkstatt drin. Bin zum Anfang belächelt worden und es gab nicht so sehr viele Leute, die dem hätten irgendwie was abgewinnen können, so in Richtung zukunftsfähig. Dannenberg liegt 13 Kilometer von Eberswalde, 5 Kilometer von Bad Freienwalde, aber Bad Freienwalde ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, wo man sagt, das ist mein Markt, muss ich einfach so sagen, ohne den Bad Freienwaldern zu nahe zu treten, aber aus Bad Freienwalde fährst du eben schneller zum Kaufland und holst dir deine Milch. Ne? Dann fährst du nicht den Berg hoch und 5 Kilometer nach Dannenberg, das machen nur die, die das wirklich wollen. Deswegen war es zum Anfang wirklich nicht so ganz schlüssig, ob das was wird oder nicht. Wir verkaufen jetzt am Tag im Durchschnitt 140 Liter. Klingt im ersten Moment nicht viel. Wir haben am Sonnabend, letzten Sonnabend hatten wir über 300 Liter am Tag. Der Liter geht weg für 1,20 Euro. Also das sind 5% meiner Milchmenge verkaufe ich mittlerweile über die Milchtankstelle. Also es ist mittlerweile doch schon ein kleines Standbein geworden.
Und im Hofladen haben wir das Sortiment dahingehend erweitert, dass wir haben hinten an der Milchtankstelle noch einen Hofladen angebaut und dort vertreibe ich eigenes Rindfleisch. So, was sich wirklich absolut gut gemacht hat die letzten Jahre, bevor wir das hatten, gab es genauso wenig Kommunikation wie wahrscheinlich gefühlt hier manchmal, wenn man mit den Leuten nicht mehr ins Geschäft oder in Kontakt kommt. Es arbeiten immer weniger Leute aus dem eigenen Ort im Betrieb und dadurch gibt es einfach kaum noch Kommunikation zwischen den Landwirten und den Leuten ringsherum. Das war hier natürlich eine tolle Sache und ist nach wie vor heute auch noch eine gute Sache. Wir machen damit bei der Brandenburger Landpartie und solche Veranstaltungen, die immer wieder Leute auf den Hof holen und wo man mit den Leuten reden kann. Meine Agrarwende. Dieses Bild habe ich ganz bewusst ausgesucht, um vielleicht mal so ein Gefühlsbild zu geben, wie ich das sehe mit dem Boden und warum ich eigentlich wirklich über den Boden zu meiner persönlichen Agrarwende gekommen bin. Ich sehe einen Boden ähnlich wie das eigene Zuhause. Und je nachdem, wie ich mit meinem Zuhause umgehe, kann ich erwarten, dass mein Haus lange schick bleibt, immer schön heil und immer ein schönes Zuhause bleibt. Aber ich kann natürlich auch dafür sorgen, wenn ich Dinge unterlasse, beziehungsweise wenn ich sie falsch mache, dass das Ganze dann in diese Richtung geht. Und deshalb einfach mal die spannende Frage, wenn jeder so sein Zuhause, sprich seinen Boden beurteilen müsste, wo er sich da wiederfindet und ob er sich so ein bisschen in diese Denkweise einordnen kann, beziehungsweise ob er sagt, nee, also das trifft auf mich nicht zu. Meine Agrarwende begann 2007. 2003 habe ich den Betrieb übernommen, habe dann 4 Jahre lang gewirtschaftet, so wie mir das Studium und mein Vorbetrieb beigebracht hat, meine eigenen Erfahrungen. Und habe dort in den 4 Jahren eigentlich auch eine gute Entwicklung gemacht. Also die Erträge stabilisiert, 2007 Raps auf sehr hohem Niveau geerntet und habe aber 2007 dann unvermittelt dieses Ereignis erlebt, was dann letztendlich bei mir wirklich zu meiner persönlichen Agrarwende geführt hat. Hier waren das damals 3 Regenfälle von 30 mm innerhalb von 10 Tagen. Überhaupt nicht spannend. Weil heutzutage, ne, wenn wir Wetterereignisse haben, so wie die letzten 2, 3 Jahre, dann kommen wir schon mal zu Regenereignissen von 60 Liter, 70 Liter, manchmal sogar in der Stunde. Also ich sag mal, das sind so Szenarien, die wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren öfter erleben werden und die dann unser Boden entsprechend auch verkraften kann, können, muss oder auch nicht. Hier bei mir war es eben nicht der Fall. Der Boden hat das nicht verkraftet. Ich habe mich dann, also ich bin eigentlich auch an dem Tag, wäre ich persönlich gar nicht darauf aufmerksam geworden. Ein Mitarbeiter von mir hat mir Bescheid gesagt, bin dann da mit dem Auto hingefahren und zeige jetzt einfach mal die Bilder, wie sie denn waren bei Ankunft. Und bin dann da praktisch in die Fläche reingelaufen und bin praktisch immer weiter in den Acker reingelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes immer weiter in den Acker reingelaufen. Ja, und da war ich dann sozusagen am Ende angelangt. Da war die Sackgasse zu Ende. Das war sozusagen der Punkt, an dem das Wasser sich wie in der Badewanne praktisch seinen Weg gesucht hat und ab da den Boden weggetragen hat und dann für dieses Schadenereignis gesorgt hat. Ja, kann man im ersten Moment, es kommt jetzt darauf an, wie jeder damit umgeht. Bei mir war es ja so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Eigentümer war. Und ich will damit um Himmels Willen auch nicht sagen, dass jemand, der nun nicht Eigentümer ist, automatisch deswegen nicht kritisch über seinen Boden nachdenkt. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, dass in dem Moment, wo du Eigentümer einer Firma wirst, dass das dann doch noch wieder eine andere Liga ist. Also irgendwie denkst du doch noch wieder einen Ticken intensiver nach über das, was du tust. Und das war ja bei mir in dem Moment auch der Fall, wo ich gesagt habe, irgendwie musst du mal drüber nachdenken, was du machst, weil das ist ja meine Fläche. Ich habe den Mais angebaut, ich habe die Flächen im Vorjahr bestellt und trotzdem jetzt sowas. Ja. So, jetzt habe ich dieses Jahr noch ein Bild gemacht. Das ist ganz in der Nähe meines Heimatortes,
Das ist dieses Jahr entstanden. Das ist eine Maisfläche von einem relativ großen Betrieb. Und hier wird sich jetzt jeder fragen, was denn hier passiert. Stand hier mal ein Haus? Muss wohl so gewesen sein. Also hier ist, ich glaube, das nannte man Ziegelei oder so. Auf jeden Fall gab es hier sicherlich auch irgendwann mal eine Zeit, wo sowas in der Erde versteckt worden ist. Aber dieser Hotspot der Steine hier sagt ja noch nicht aus, dass das jetzt die Ursache dafür ist, ne? Also das Bild ist dieses Jahr entstanden. Und damit will ich nur sagen, dass auch wenn mir vor 2007, vor 12 Jahren, etwas passiert ist, wo ich dachte, wenn du alles richtig machst, dann kann es dir nicht mehr passieren. Es passiert nach wie vor und es passiert auch aktuell noch. So, jetzt will ich kurz mal mit dieser Folie erläutern, was die Ursache des Ganzen war. Jedenfalls in meinem Betrieb und ich glaube auch in dem letzten Foto die Ursachen darin erklären zu können, was ich jetzt gleich darüber sage. Wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wenn der Boden einigermaßen gesund ist, wie der Boden sich optimalerweise zusammensetzt, was die chemischen Nährstoffe anbelangt. Vielleicht hat das der eine oder andere auch schon mal gesehen. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal ganz grob die optimale chemische Zusammensetzung der Böden auf meinem Standort. Das kann von Bodenart zu Bodenart noch ein bisschen variieren. Also das kann durchaus sein, dass etwas lehmigere und tonhaltigere Böden noch andere Verhältnisse bevorzugen oder bevorzugt aufweisen, aber die leichteren Standorte und die praktisch die Böden aus meiner Ecke, die haben diese Verhältnisse. So, und jetzt ist es ganz spannend zu wissen, dass im Studium haben wir ja alle mal irgendwas gehört vom Ton-Humus-Komplex, dass der Ton-Humus-Komplex eine Kombination ist aus Tonteilchen, Humus und dem Calcium. Und das Calcium aus dem Kalk bildet zwischen diesen beiden Komplexen eine Brücke. Also dieser Komplex ist der Komplex, der dafür zuständig ist, dass wir die Böden, wenn sie in Ordnung sind, in einem sehr krümeligen Zustand erleben. Also Gärtnerei oder eben der Boden, wie man ihn sich so perfekterweise vorstellt, der ist krümelig, der zerfällt nicht, der hat stabile Krümel. Und genau das hier ist das Bauwerk, was dafür sorgt. So, und jetzt haben wir folgendes Problem: Wenn wir an diesen Verhältnissen rütteln, dann kommt es zur Zerstörung dieser Brücke. Und das passiert auf ganz einfache Art und Weise, wenn wir jetzt die Böden düngen und die Böden auch überdüngen. Und damit meine ich jetzt nicht das, was heute schon angesprochen wurde von Wolfgang, mal eine Schippe mehr, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine überdüngen im Sinne von einen Nährstoff zu viel. Dann ändere ich hier an diesem Verhältnis etwas. Ja, das Verhältnis verändert sich aber nicht gleich so, wie man das sich vorstellen würde, sondern so das Verhältnis in Proportionalität verändert sich dann natürlich. So, und wir haben das Problem, dass Natrium und Kali einwertige Ionen sind. Und ich bin auch kein Chemiker und ich habe in Chemie eigentlich auch immer keine guten Noten gehabt. Aber als es darum ging, sich das zu erklären, habe ich mich dann doch nochmal wieder versucht, ein bisschen reinzudenken. Und in der Chemie ist es so, dass die Einwertigen die Zweiwertigen verdrängen. Ja, also wenn ich jetzt im Boden zu viel einwertige Ionen habe aus dem Natrium und Kalium, und das kriege ich aus normaler Düngung oft auch mal im Überangebot, dann verdrängen diese einwertigen Ionen das zweiwertige Calcium. Es kommt zur Calciumauswaschung, damit zur Zerstörung dieser Komplexe, dieses stabilen Bauwerkes im Boden. Und dann fängt der Boden an zu zerfließen. Und genau das ist bei mir passiert. Ja, und bei mir war aus heutiger Sicht hauptursächlich der hohe, relativ hohe Kalianteil in der organischen Düngung. Und da habe ich dann auch schon, wenn ich das erzählt habe, ganz viele fragende Gesichter gekriegt und viele: organische Düngung, also das ist doch so ziemlich das Beste, was du dem Boden geben kannst. Wir wissen ja alle, Gülle, Staldung, wenn man die ins System einbringt, hat man doch eigentlich immer optisch gute Ergebnisse. Das ändert aber wirklich nichts daran, dass es mit Gülle und Staldung und auch mit Gärsubstrat eine relativ hohe Kaliversorgung gibt.
Und diese hohe Kaliversorgung, wenn dann meine Nährstoffverhältnisse im Boden eh schon nicht die besten sind, beziehungsweise aus dem Gleichgewicht geraten sind, sorgen dann für die Zerstörung der Struktur. Ich versuche, meine Erklärung noch einen oben drauf zu setzen. Das ist hier die sogenannte Hofmeisterreihe, die beschreibt die Wirkung von Salzen und der in Wasser gelösten Ionen. So, das hört sich alles kompliziert an und wissenschaftlich. Es ist nicht kompliziert und wissenschaftlich, wir sehen es gleich. Wir haben hier die Reihenfolge und da sehen wir auch wieder unser Calcium. Und hier sehen wir das Natrium und das Kalium. So, und da ist es so, dass man sich das so vorstellen muss, dass in dieser Reihenfolge, so wie ich die Ionen zeige, sie, wenn dann Wasser da ist, das Wasser um sich versammeln. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Ne? Also wenn jemand Wasser um sich versammelt und ich habe knapp Wasser, wäre das ja gar nicht so schlecht. Hat aber folgenden Pferdefuß. Bei Kali und Natrium oder ganz besonders beim Kali, wer von Ihnen oder wer, können wir du sagen? Wer von euch baut Rüben an? Noch? Nicht mehr? Beziehungsweise jeder hat schon mal eine Dunkmiete auf dem Feld irgendwo liegen gehabt? Und Rübenmieten, ehemalige Rübenmieten und ehemalige Dunkmieten, wenn es regnet, was erlebt man da? Es ist schmierig, es klebt, es ist matschig. So, und das ist genau dieser Effekt, den ich hier gerade anführe. Ich habe dort einen Überschuss an Kali. Die Nässe ist eine Ansammlung des Wassers um dieses Kali. Deswegen wird der Boden immer nasser, immer wassermatschiger. So, und klingt ja im ersten Moment, wenn ich über ein Wasserproblem rede, klingt das ja im ersten Moment gar nicht so schlecht. Aber das ist die Folge. Also wenn diese Böden, die dann diese Überschüsse haben, austrocknen, dann passiert mit den Böden genau das, was man hier auf diesem Foto sieht. Und das hat, glaube ich, auch schon jeder mal gesehen, dass ganz besonders die Stellen, wenn sie dann austrocknen, anfangen zu reißen. Und das ist genau das, was das praktisch die Physik beantwortet, das so, das Wasser ist dann einfach wieder weg, fehlt als Volumen. Und der Boden reißt. Ja, aber nun sind das Böden, die, so wie man es jetzt gerade sieht, ja nicht unbedingt das versprechen lassen, was wir erwarten. Also diese Böden sind für Extremsituationen absolut ungeeignet. Diese Böden werden keinen guten Ertrag leisten können. Diese Böden sind einfach nur kurz vorm Kippen. So, um das Ganze nochmal zu untermauern, dass das nicht einfach nur eine einmalige Erscheinung ist, sondern dass es eben übers ganze Jahr immer wieder Situationen gibt, wo, wenn man aufmerksam hinguckt und vielleicht auch mal die Kamera dabei hat, immer wieder Bilder findet, die das, was ich sage, in vielfältiger Weise unterstreichen. Das ist hier auch in Märkisch-Oderland aufgenommen, das ist so ein bisschen Hanglage. Ernte, irgendwo August, September, Stoppelbearbeitung, so, und dann kommt es im August eben zu Starkregenereignissen und das Schlimme ist ja wirklich, dass das, was wir am dringendsten brauchen, die Feinerde, die feinen Tonteilchen, das sind die, die auf diesem Wege sich von meinem Hektar verabschieden und irgendwo im Graben landen oder im Gewässer landen und das ist eigentlich der dramatische Verlust. Von dem wir alle wissen, den kriege ich nicht wieder zurück. Hier ist eine bestellte Fläche mit Raps. Also hier ist Raps bestellt worden und unmittelbar nach der Rapsbestellung hat es stark geregnet. Hier ist mit einem sehr weitzeiligen Grupper. Hier waren die Grupperabstände ziemlich weitreich. Also hier ging es eigentlich um eine minimale Tiefenlockerung. Und ja, zerstörerischerweise steht hier nichts, kein Grün, nichts. Ne? Ich komme nachher nochmal auf das Bild zurück. Aber genau mit denselben Wirkungen, wenn es denn stark regnet. So, das ist ein Foto, was auch durch Zufall entstanden ist, aber was eben auch deutlich zeigt, worum es geht. Es geht nicht nur um Wasser, sondern es geht auch um Wind. Wir haben hier eine stark befahrene Straße. Am Straßenrand der Schnee ist relativ weiß. So, und dann habe ich hier neben die Ackerfläche
und der Schnee ist durchweg braun. So, und ich habe hier eine Schwarzbrache, wo praktisch die Krume oben aus dem Schnee so ein bisschen rausguckt. Wenn der Schnee jetzt höher gewesen wäre, dann siehst du das nicht. Ja? Also hier haben wir mal eine kleine Hilfestellung gehabt, um zu sehen, was mit dem Boden eigentlich passiert. Wenn gar kein Schnee liegt, siehst du auch nichts. Liegt zu viel Schnee, siehst du nichts. Liegt kein Schnee, siehst du nichts. Aber Fakt ist, jetzt guckt hier oben die Ackerkrume raus. Und auch im Winter haben wir mitunter Stürme. Und dann fängt der Wind an, den Acker vorzutragen. Ich denke, das sieht man auf dem Bild ganz gut. So, das ist ein Bild, was gute fachliche Praxis ist. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob man sich streiten kann wegen der Spuren. Aber an sich ist diese Bestellform, die da praktisch gerade zu sehen ist, im Frühjahr aufgenommen, gute fachliche Praxis. Hier ist ein Sommergetreide gedrillt worden. Dann ist praktisch eine Untersaat drin, in Form von wahrscheinlich Luzerne. Und dann ist hinterher gewalzt worden. Also habe ich im Studium gelernt, soll ganz gut sein. Ne? Wegen Anwalzen der kleinkörnigen Samen, alles richtig gemacht. So, jetzt muss man aber wissen, dass wenn der Boden schon in einem nicht besonders guten Zustand ist, dass die Bodenkrümel, von denen wir vorhin schon gehört haben, dass die Bodenkrümel gar nicht mehr so stabil sind. Also wenn ich jetzt einen intakten Boden habe und fahre mit einer Walze über einen intakten Boden, dann habe ich die Chance, dass der stabile Bodenkrümel, der elastisch ist, sogar ganz bleibt. Je weiter der Boden bereits schon zerstört ist, desto gravierender ist der Eingriff einer Walze an der Oberfläche. Ja, weil wenn ich jetzt an der Oberfläche eine schon sehr instabile Bodenstruktur habe und komme jetzt noch mit der Walze rüber, dann zerstört die Walze natürlich diese letzte Struktur, die da noch so ein bisschen zusammenhält, komplett. Ich habe an der Oberfläche ganz viel Feinteile. Ja, und dann haben wir ja gesehen, März, April, kein Regen, Trockenheit, Wind, Feinerde weg. Deswegen so wichtig, das Bild auch mal zu sehen. Das ist auch bei mir in der Gegend aufgenommen. Das ist auch eine Erscheinung, die ich immer häufiger beobachte, ob das jetzt im Oderbruch ist oder auch auf der Höhe. Es gibt immer mehr Stellen auf dem Acker, die vernässen, wo das Wasser nicht abläuft und wo man sich dann fragen muss, was passiert da eigentlich? Und die spannende Frage ist, oder nicht mal die spannende Frage ist, wenn ich jetzt eine Bodensonde nehme, also einen ganz einfachen Bohrstock und gehe dort mal hin, dann werde ich feststellen, dass ich, wenn ich mich hier reinbegebe, mit dem Bohrstock wirklich nur maximal 20 cm reinkomme und dann ist Ruhe, dann geht da nichts mehr weiter. Und wenn ich dann an den Rand komme und die normale Ackerfläche, kriege ich den Bohrstock wahrscheinlich sogar durch die Verdichtungszone durch. Na, im Allgemeinen wird ja von dieser Flugsohlenverdichtung gesprochen und ich sage aber, für mich war das gerade in jungen Jahren ein sehr irritierender Begriff, weil ich immer gedacht habe, so wie ich es gelernt habe, auch als junger Bengel, Flugsohlenverdichtung. So, du fliegst jetzt mit dem Beetflug, der Traktor fährt in der Furche und macht eine Flugsohlenverdichtung. Das war so meine Erklärung dafür. Ist ein Stück weit ja auch nicht ganz unrichtig, sage ich mal. Aber was hier viel mehr zum Tragen kommt, ist die Tatsache, dass wir, wenn wir den Boden bewegen und wenn wir den Boden drehen, immer wieder dafür sorgen, dass er ja logischerweise locker wird. Und wenn es dann regnet, dann haben wir eine sogenannte Infiltration der feinen Teile nach unten. Also wie in einer Kaffeetasse. Ne? Wenn ich da meinen Satz drin habe, die feinen Sachen setzen sich ganz unten ab. Und ähnlich muss man das im Boden auch sehen. Und wenn diese Feinteilchen sich dann auf der Flugsohle absetzen, dann bildet sich, das kann jeder mal auch in seinem eigenen Betrieb versuchen, mal rauszufinden, dann bildet sich auf dieser Absatzzone eine richtig harte, ich sag mal, Gehwegplatte. Ja, wenn man Spaten nimmt und den Boden aufgräbt, dann findet man gerade auf leichteren Böden, wo diese Infiltration stärker stattfindet als auf Ton- und Lehmböden, findet man dort in dieser Tiefe eine richtige harte Platte. Und durch diese harte Platte geht kein Wasser und bedauerlicherweise auch kaum eine Wurzel. So sieht das Ganze dann aus, wenn der Boden letztendlich zwar irgendwann mal locker rumgedreht,
aber nur noch mit wenig Biologie versehen und nur noch mit wenig gesunder Struktur, dann nach dem Flug, nach der Saatbettbereitung das Getreide trägt und aber in sich zusammensackt. Und dann findet man hier praktisch diese Bodenstruktur, die an sich ja keine Bodenstruktur ist, sondern das ist eine sehr plattige Bodenstruktur. Man sieht hier eigentlich keine Krümel, so im eigentlichen Sinne, sondern ich habe hier eine rückverfestigte, mal ehemals gelockerte Schicht im Ahorizont. So, und das führt dann letztendlich zu solchen Erscheinungen. Wenn man so flüchtig dran vorbeifährt, sagt man sich, gut, Pech gehabt, Landwirt, frisch bestellt, wenn es dann regnet aus Kannen, dann kann das Wasser nicht so schnell weg, dann bleibt das Wasser stehen und so weiter und so fort. Aber trotzdem sollte man sich fragen, Physik, wieso diese beiden Wassersäulen sich nicht angleichen. Also eigentlich, ne, könnte man doch meinen, also entweder hat so viel geregnet, dass diese Wassersäule nach oben geht und alles überschwemmt. Und wenn das nicht der Fall ist, Physik auch wiederum, dann sollte man sich fragen, wieso schafft diese Wassersäule eigentlich nicht, sich nach unten auszugleichen. Und das liegt wirklich daran, dass dazwischen eine Schicht liegt, wo das Wasser nicht durchkommt. Und das ist natürlich insofern problematisch, dass diese Wassermengen, die jetzt hier oben, ja, eigentlich dankenswerterweise liegen, relativ schnell wieder verdunstet werden. Das ist nämlich auch ein Phänomen der letzten Jahre, das kann mir bestimmt auch jeder hier am Tisch bestätigen, dass wenn es denn trocknet und wenn es trocken wird, wir Verdunstungsraten haben, die sind nicht mehr normal. Also ich habe in den letzten 2 Jahren Tage erlebt, wo ich denke, du hast ein Wasserdefizit und heute, das sind so Tage, wo meine Frau sagen würde, die Wäsche ist in einer halben Stunde trocken. Ne? Und so eine Tage erleben wir auch immer häufiger. Und da fällt uns dann natürlich ganz besonders das auf den Fuß. Ne? Weil ich sag mal, im Durchschnitt hätten uns die 600 mm gereicht. Aber wenn das Wasser nicht nach unten nicht weg kann, sondern nach unten kann, gespeichert werden kann und ich habe dann Tage mit hoher Verdunstung, dann sieht es eben mau aus. Hier genauso ein Bild, wie ein frisch bestellter Acker im August aussehen kann. Bezeichnenderweise die Feldränder, Vorgewände, Management, ganz normal. Ich meine, irgendwo muss ich mit der Maschine drehen. Aber ganz besonders eben an den Feldrändern auffällig, dass es da nochmal eine Schippe drauf gibt. Könnte aber auch ein kleines bisschen hier eine Senke sein. Ne? Aber ich brauche, glaube ich, keinen etwas zu erzählen, wie man manchmal so das Vorgewände empfindet und fühlt. Also wenn da nun mal viel Technik unterwegs war, dann wird dieser Effekt noch verstärkt. So. Das waren 2012 ist das Bild entstanden, 75 mm Regen in Hirschfelde auf einem Roggenacker. So, und ich will dazu einfach nur sagen, es gibt ja Agritechniker, gibt es sicherlich auch wieder ein paar interessante Stände, wo es um Boden, Humusaufbau, Bodenfruchtbarkeit geht. Es gibt sogenannte auch Beregnungsversuche. Wenn der Boden intakt ist und sein Infiltrationsvermögen in Ordnung ist, eine Stunde 100 mm und hinterher kann man laufen. Ja, und hier waren es 75 mm in der Stunde und der Acker ist weg. Warum? So, hier eine Aufnahme bei mir aus dem Betrieb. Das war auch das war auch 2007, 2008. Da haben wir mit minimalem Einsatz nach Weizen eine Fläche für Raps bereitstellen wollen und haben Glyphosat eingesetzt. So, und ich sag mal Glyphosat, ich will da jetzt nicht Pandoras Box aufmachen und ich will auch keine Diskussion auslösen. Ich will einfach nur mal sagen, was hier wirklich die Ursache war. Und dann kann darüber jeder denken, wie er will. Wir hatten hier einen Weizen, das war eine französische Sorte,
nicht besonders winterhart und da hatten wir sehr viele Areale drin, die praktisch durch den Frost geschädigt waren. Und das muss ich auch keinem Landwirt erzählen, wenn das Getreide dann so schütter aus dem Winter geht und wenig Konkurrenz gegenüber dem Begleitkraut, gegenüber dem Unkraut hat, dass es da Probleme geben kann. So haben wir auf dem Schlag Probleme gehabt, den beernten zu können 2007 und haben dann auch übliche Praxis nach wie vor, haben dann eine sogenannte Vorerntesikation gemacht und konnten dann den Weizen trocken abernten. So, aber was ist passiert? Durch den Einsatz dieses Mittels sind praktisch mit dem Tage des Einsatzes wirklich alle Pflanzen abgestorben, alle Wurzeln abgestorben und in dem Moment verliert der Boden das, was ihm normalerweise natürlich zusammenhält. Ich spreche da in dem Zusammenhang gerne von der Armierung des Bodens. Also wenn ich aus dem Beton den Stahl rausnehme, dann weiß auch jeder, was passiert. Also wenn ich eine Abdeckplatte für ein Silo gießen würde und würde da keine Armierung reinmachen, dann würde ich da mit dem Radlader rauffahren, das würde bröckeln wie ein Keks. So, und genau dasselbe ist das praktisch hier mit dem Boden. Wenn die Wurzeln absterben und die Wurzeln praktisch diesen Armierungseffekt im Boden nicht mehr ausführen und haben, dann fängt der Boden auch an zu fließen. Und das ist hier passiert. Enkeltaugliche Landwirtschaft. Wie stelle ich mir enkeltaugliche Landwirtschaft vor? Ich will einfach mal mit dieser Folie ausdrücken, was mir klar geworden ist, wenn es um Böden geht. Das ist aber erstmal nur eine Erkenntnis, noch keine endgültige Antwort darüber, ob jetzt jeder für sich hier eine Lösung mit nach Hause nimmt, sondern hier haben wir die Entwicklung oder Degradierung von Boden. Ich sag mal, irgendwann haben wir ja keine Vegetation gehabt, ganz zum Anfang. Irgendwann hatte die Erde mal überhaupt keine Vegetation. Ich sag mal hier vorne. Und dann hat sich Vegetation entwickeln dürfen, mehr oder weniger stark. Und je nach Kontinent und je nach Klima, eben Steppe, von mir aus ist auch was Wüste geblieben, ne? Aber es sind auch Wälder entstanden. Und diese evolutionäre Entwicklung, die hat etwas bewegt im Boden, die hat die Bodenbiologie und das Verhältnis im Boden maßgeblich beeinflusst. Also wir haben hier vorne in diesem Bereich, wo wir ackern, haben wir ein Pilz-Bakterien-Verhältnis von 1 zu 10. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, Bodenpilze, Bakterien, ein Bodenpilz zu 10 Bakterien. So, und wenn ich jetzt praktisch hier würde ich, also Gras ist ja, wie wir kennen, Weideland, Grasland, mehrjährig, wird nicht abgeerntet. Hier habe ich nachher schon ein Verhältnis von 1 zu 1. Wenn die Population noch ein bisschen breiter wird und noch andere Pflanzen dazukommen, haben wir nachher schon ein Verhältnis von 10 zu 1. Und unter Mischwald, unter dem Wald, den wir so als gesundeste Form des Waldes verstehen, haben wir dann ein Verhältnis von 1000 zu 1. Also Bodenpilze 1000 zu einer Bakterie. Und warum ist das so wichtig? Warum war das für mich so wichtig zu erkennen? Gerade in der Zeit, wo ich versucht habe, relativ schnell Effekte zu erzielen und Boden aufzubauen, habe ich festgestellt, wie schwer das ist. Und habe mich gefragt, wieso das so schwer ist. Und immer wenn du etwas hinbringst, damit es liegen bleibt, damit es praktisch etwas entstehen lässt, hast du hier vorne eine riesen Armee von Bakterien, die dafür sorgt, was ihre Aufgabe in der Natur ist, alles zu zerlegen und alles abzubauen. Strohrotte, ne, ist ja ein gutes Beispiel dafür. Also durch dieses ausgeprägte Bakterienverhältnis vorne wird man immer den Sachverhalt sehen und haben, dass wenn dort jemand ins Feuer gelegt wird, er dann auch relativ schnell weg ist. Ja, und erst wenn praktisch durch Fruchtfolgen und durch Anbau von Kulturen, die das möglich machen, das Verhältnis wieder so ein bisschen in die Richtung geht, dann habe ich auch wieder Teilnehmer im Boden, die ja auch durchaus für gesundes Wachstum sorgen. So, und wir bewegen uns im modernen Ackerbau hier vorne in dieser Phase, haben mittlerweile sehr monotone Fruchtfolgen.
haben nach wie vor dieselben Verbrauchsgewohnheiten bzw. dieselben Angewohnheiten mit der organischen und mineralischen Düngung umzugehen. Dann kommt der Pflanzenschutz dazu und die hausgemachten Bodenverdichtungen. Das sind natürlich alles Dinge, die wir benötigen, um unseren Betrieb, so wie wir ihn kennen, am Laufen zu halten, sind aber natürlich alles Gegenspieler, um irgendwann mal wieder in die Richtung zu kommen, die für mich idealerweise dann einen Boden beschreiben bzw. einen Boden ausmachen. Und ganz nebenbei, hier mit diesem veränderten Verhältnis, werde ich auch feststellen, hier vorne, meine Böden haben so zwischen 1 und 1,8% Humus. Da sagt jeder Bodenkundler, jeder normale kommerzielle Bodenkundler sagt, Herr Petermann, das ist für Ihre Ecke völlig in Ordnung. Das ist normal für Ihre Ecke. Dann gibt es ja auch die besseren Böden, wo man 3-4% Humus findet. Grünland sowieso ein bisschen mehr Humus, ganz normal. Ne, da sind wir hier. Und unter den Waldböden finde ich so zwischen 16 und sagen wir über 20% Humus. Und das ist aber letztendlich dann das Zauberwort. Das werden wir nicht erreichen, auf Ackerböden nicht und schon gar nicht mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Das werden wir auch noch feststellen. Aber jedes Zehntel Prozent, was wir in diese Richtung gut machen, wird uns helfen bei der Verteilung des Wassers mit diesen 600 mm. Im Durchschnitt hätte es reichen müssen, ein bisschen bessere Karten zu haben als der Nachbar, der das vernachlässigt. Also das ist mir bewusst geworden und deswegen bin ich da eigentlich so stark interessiert und ausgerichtet, da was für zu tun. Hier haben wir nicht so schöne Belichtungsverhältnisse, aber vielleicht, wenn ich fertig bin mit der Erklärung dieser Folie, wird man sagen, okay, das hat's trotzdem, man hat trotzdem gesehen, worum es geht. Wir haben in meinem Betrieb per Zufall eine Fläche verkauft, das hat mein Vorgänger noch arrangiert, das Geschäft, 5 Hektar verkauft an einen Holländer. Und der Holländer, der hat dort auf 5 Hektar einen Robinienwald angepflanzt. Die Geschäftsidee war einfach die, dort Robinien anzupflanzen und dann die Robinien richtig zu ernten und das Holz bereitzustellen für Spielzeug, also praktisch für Holzspielzeuge, Spielplätze. Ne? Das war die Geschäftsidee. So, für mich insofern spannend, wer hat schon 5 Hektar fast reinen Robinienwald vor der Haustür oder direkt im Betrieb? Bin auch unheimlich attraktiv für Imker dadurch. Ne? Die Imker, die sind immer ganz heiß drauf, wenn die Robinie dort blüht, dort alle ihre Völker unterzustellen. So, aber was will ich mit der Folie sagen? Wir haben daneben eine eigene Fläche, die wir bewirtschaften und der Boden ist dort relativ leicht drauf. Jetzt habe ich 2018 praktisch 18 Jahre später mal den Boden aufgegraben. Wir sind hier auf der Ackerfläche und hier sind wir im Robinienwäldchen. Was aufgefallen ist 2018 und auch 2017, dass in diesem Robinienwäldchen trotz größter Trockenheit und trotz größter Hitze unten drin das Gras so aussah. Und das ist jetzt sicherlich auch keine Lösung für die breite Praxis. Ne? Ich kann ja jetzt keinen Robinienwald anbauen, um eine Weide für die Tiere zu haben. Aber ich fand es trotzdem erstaunlich, dass trotz größter Trockenheit und größter Hitze dort in diesem Robinienwald das Gras grün war. So, Schatten könnte die eine Ursache sein. Und der Boden an sich, ich war enttäuscht von der Bodenstruktur. Als ich die Bodenstruktur gesehen habe, habe ich gedacht, die ist genauso schlecht wie hier. Aber beim genauen Hinsehen sieht man, also das ist hier das Spatenblatt und man sieht hier praktisch bis hier fast diese dunklen Einfärbungen. Könnt ihr das sehen? So, und diese dunklen Einfärbungen, das sind Huminstoffe. Also das sind eigentlich Stoffe, die entstehen, wenn der Boden nicht stets und ständig gestört wird, nicht immer wieder rumgedreht wird und wo man dann letztendlich sieht, dass wenn Boden Lebewesen die Dinge tun, die in der Natur getan werden, kommt es zu einer Anreicherung von diesen Huminstoffen. Und dadurch wird der Boden wirklich in einem hohen Maße verbessert.
In Kombination mit der Beschattung und wer das noch weiß, die Robinie ist, ich sag mal, die Leguminose des Waldes. Die Robinie macht ebenso wie eine Ackerbohne oder wie eine Luzerne oder wie eine Lupine, hat die Knöllchenbakterien, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Das kommt dann natürlich hier dem Gras auch zugute. Ja, weißt du, was interessant ist? Wenn du, das ist ja vollkommen richtig, aber was total interessant ist, Agroforst hat ja jeder schon mal gehört. So Agroforst, diese Forstsysteme, wo man Bäume mit Acker kombiniert. Und da sagt jeder, natürlich, wenn du das jetzt gesehen hast und das abgespeichert hast, sagst du, dann müsste das eigentlich funktionieren. Die meisten, die das jetzt praktisch nicht abgespeichert haben, was du gerade erzählst, die können sich nur an die trockenen Zonen erinnern unter den Straßenbäumen. Ja, also viele sagen dann, nee, guck doch mal an die Straßenbäume, da sind 10 Meter breiter Streifen, da wächst nichts. Na? Es ist ja letztendlich dort in dem Areal so, aber der Effekt, der ist nicht wegzudiskutieren. Und der entsteht im Agroforst auch, dass ich praktisch durch eine Brechung der Landschaft und durch eine Schaffung von kleineren Strukturen, mehr Schatten, weniger Gesamtwindabtrag und wirklich ein anderes Mikroklima, dass ich dadurch so eine Effekte habe wie bei dir auf dem Hof. Und es ist nun mal wirklich so, und das ist ja nicht unbedingt in unserem Kontext. Ne? Wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen die Familien durchbringen, wir wollen den Markt bedienen. Und was will der Markt, beziehungsweise was kann ich verkaufen? Und da bin ich als Marktfruchtbetrieb natürlich schlecht gestellt, wenn es um Grün- und Weideland geht. Aber Grün- und Weideland, wir haben das vorhin ja auf der Folie gesehen, ist nun mal irgendwo die Stufe dazwischen, um wieder in eine bessere Richtung zu kommen. Auch wenn man Grün- und Weideland umbricht, heißt das nicht automatisch nun gleich wieder 100 Jahre zurück, sondern ich brauche eigentlich das Grün- und Weideland in meiner Fruchtfolge, um diesen Bodenaufbau hinzubekommen. Also bei einer einjährigen Kultur kriege ich einfach diesen grandiosen Effekt des Bodenaufbaus nicht hin. Ich hatte letzten Winter einen Vortrag in Baden-Württemberg und da bin ich angesprochen worden von einem konventionellen Landwirt. Der hat dann so nach meinem Vortrag kam der an und sagt, oh, sagt er, eigentlich, wenn ich das so gesehen habe und gehört habe, ich habe ja gar keine Probleme. So, da habe ich natürlich gedacht, Ich bin ja nicht drauf aus, Leute kennenzulernen, die sagen, ich habe ein Problem. Aber ich habe mich dann schon gefragt, konventioneller Marktfruchtbetrieb und keine Probleme? Ich sage, das klingt spannend. Ne? Dann haben wir uns beide hingesetzt beim Bierchen und dann sage ich so, jetzt erzähl mal, Fruchtfolge. Hat er ein bisschen aufgezählt und dann sagte er, naja, ich habe 25% Kleegras an der Fruchtfolge. Ich sage, wie 25%? Naja, sagt er, wir sind in Mecklenburg auch, wir sind in so einer Ecke, wo ein paar Gestüte sind, wo er eine ganz kontinuierliche Abnahme für Heu hat und hat deshalb 25% Kleegras in der Fruchtfolge. Allein dieser Sachverhalt, ob er einem nur helfen mag, weil man keine Pferde hat, trotzdem bleibt das ja als Sachverhalt stehen. Also ich muss wissen, dass ich das, was ich hier heute erzähle, eben auch wirklich nur schaffe, wenn ich ein paar Pflanzen und ein paar Kulturen in der Fruchtfolge habe, die das dann auch wirklich schaffen. So, das ist ja auch total spannend. Auf meinen Ackerflächen habe ich 1,5, 1,8% Humus. Wenn ich in den Feldrand gehe, 30, 40 Zentimeter in den Feldrand und gucke nach Humus, 2-4% Humus. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass der Feldrand das macht, was er jedes Jahr macht. Aus dem Winterschlaf erwachen, auch etwas tragen. Ich könnte ihn ja rein theoretisch auch abmähen, machen ja manche. Also ich habe auch schon genutzte Feldränder gesehen. Das wäre dann sozusagen eine intensivere Grünlandnutzung. Aber ich habe eben, und das bleibt nun mal auch ein Fakt, ich habe da 1-1,5% Humus und da 2-4% Humus. Wie ich es mache? Neue Wege. Was haben wir probiert? Also das sind jetzt noch Bilder aus der konventionellen Zeit. Ich habe dann, vielleicht kann ich das an der Stelle nochmal für alle sagen, am 1.7.2017 habe ich dann begonnen, den Betrieb umzustellen auf Demeter und seit 1.7.2019 diesen Jahres sind wir Demeter. Wir können im Anschluss des Vortrages gerne nochmal diskutieren, warum ausgerechnet Demeter. Aber prinzipiell war für mich die Zeit reif umzustellen,
weil ich gesehen habe und gemerkt habe, dass ein 165-Kuh-Betrieb von den normalen Banken eher keine positiven Auskünfte bekommt, wenn investiert werden soll. Also wenn du heutzutage zu einer normalen Hausbank gehst und du sagst, du möchtest eine Million in deinen Stall versenken, dann fragen die dich, wie viele Kühe hast du, wie viele Beschäftigte hast du, wie sieht es generell aus so mit eurem Leistungsvermögen, und dann sagen die, also wir sind nicht mit im Rennen. Und weil ich aber an dieser Struktur festhalte, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das die Struktur ist, die wir brauchen, um Stoffkreisläufe zu organisieren, bin ich automatisch ein Stück weit aus Überzeugung, aber eben auch automatisch aus praktischen, pragmatischen Gründen an grüne Leute geraten, die wiederum ja auch Geld haben. Es ist ja nicht so, dass bei uns in der Gesellschaft nur konventionell denkende Menschen Geld haben. Ne? Also mittlerweile gibt es auch in dem Finanzsektor Leute, die ökologische Landwirtschaft, die nachhaltige Landwirtschaft finanziell unterstützen. Und da habe ich meine Zukunft gesehen, dass wenn ich mit Leuten, die Geld zu vergeben haben, beziehungsweise einem finanziell helfen können, wissen, was ich da tue und wissen, was ich vorhabe, dann ist das eine andere Gesprächsbasis. Ne, wenn die Bank überhaupt nicht weiß, was ich von denen will, beziehungsweise die nicht dran glauben, woran ich glaube, dann kriege ich da keine Unterstützung. So, also Bodenleben braucht 365 Tage im Jahr Futter. Aus diesem Aspekt sehe ich das jetzt mittlerweile auch mit der Stalldüngung. Vorsicht natürlich im Kontext mit der Düngeverordnung. Also alles, was wir letztendlich irgendwann mal begriffen haben, muss ja noch längst nicht im Kontext zu dem stehen, was uns politisch abverlangt wird. Also wenn die Düngeverordnung es verbietet, dann kannst du es nicht tun. Aber bis heute ist es noch nicht verboten, Stalldung in eine wachsende Kultur zu streuen, was man auf diesem Bild sieht. Und ich dann natürlich wirklich den Effekt habe, dass ich jetzt nicht in erster Linie nur den Düngeeffekt sehe, des Stalldungs für die Pflanze, sondern ich sehe hier auch den Dünge- und Futtereffekt des Stalldungs für den Boden. Also vielleicht doch im Zusammenhang und im Kontext zu sehen. So, dann sieht man ja anhand der Maschine auch noch ein Bild aus der konventionellen Zeit. Ich habe schon immer gerne und oft mit dem Schäfer zusammengearbeitet, weil ich weiß, dass die natürliche Beweidung des Grüns, wenn nicht überweidet wird, für den Boden durchaus positive Effekte bringt. Die Mikrobiologie des Schafes, die auf dem Boden hinterlassen wird, ist nicht nur einfach Dünger, sondern es sind Mikroorganismen, die dann praktisch das Bodensystem noch zusätzlich anreichern und biologisch abrunden. Weil ja eins nun mal Fakt ist, wenn wir nicht so intensiv wirtschaften, die natürlichen Flächen, die sind alle relativ gut besetzt mit Tieren. Ich gehe in den Wald, ich gehe irgendwo in eine nicht intensiv bewirtschaftete Fläche, ich habe überall eigentlich einen relativ proportional guten Tierbesatz. Die lassen alle was fallen. Und das gehört normalerweise dann auch in den Stoffkreislauf. Die Technologie hier, die habe ich auch ganz besonders gerne eingesetzt, weil ich hier drin eigentlich die einzige technische Möglichkeit und Variante sehe, diesen Pferdefuß mit der Düngung irgendwie in den Griff zu kriegen. Also das Coltan-Verfahren, die Injektionsdüngung, sehe ich wirklich in der Tat als die einzige Möglichkeit, einen Dünger, der per se für den Boden nicht unbedingt gut ist, den ich aber als Nährstoff brauche, um den Ertrag haben zu können, den ich erwarte, um Geld zu verdienen. Ja? Aber wenn ich diesen Dünger irgendwie in den Boden reinkriege und ihn relativ bodenschonend wirken lassen kann, habe ich damals gesagt, das ist genau das, was ich gesucht habe. Habe dann als Betrieb einer der wenigen Landwirte, die so eine Maschine eigen hatten. Also ich habe meinen Injektor aktuell noch, aber ich werde ihn wahrscheinlich jetzt verkaufen, weil die Verwendung im Biobereich momentan noch sehr überschaubar ist und die Maschine aber trotzdem mehr Betriebskosten verursacht. So, also hier habe ich denselben Dünger, den von euch wahrscheinlich Leute mit der Spritze einsetzen, Schleppschlauch, Fünffachdüse, habe ich hier über die Nadel im Boden. Und habe dann, wenn ich den Boden aufschneide, habe ich dort praktisch so einen nassen Fleck. Das ist dieses sogenannte Düngedepot. Und dieses Düngedepot, wenn ich jetzt den gesamten Ahorizont nehme,
macht dieses Düngedepot vielleicht 2 bis 5% des Volumens aus im Ahorizont. Also 2 bis 5% des Bodens müssen sich nur diesen chemischen Angriff gefallen lassen. Der Rest des Bodens bleibt chemisch unbehelligt. So, und der positive Effekt dabei ist, dass dieses Depot ja aufgrund der Konzentration auch hochtoxisch ist. Also jeder weiß, dass Dünger nun mal eine sehr ätzende Wirkung hat. Also auch wenn er die Pflanzen ernährt, ist er in hoher Konzentration nicht gesund. Das hat jeder schon mal gemerkt, der Dünger an die Hand gekriegt hat, brennt wie Hund. Ne? Und wenn Pflanzen verätzt worden sind, dann weiß man eigentlich um die Düngewirkung auch im System. Hier ist es so, dass diese hochtoxische Düngewirkung in ein Depot gepackt wird, was natürlich trotzdem attraktiv ist, weil die Pflanzen im Boden auch so funktionieren, dass die Wurzeln in die Richtung wachsen, wo Nährstoffe zu erwarten sind. Da gibt es sogar Informationen im Boden untereinander. So, und dann wachsen die an dieses Depot, da gibt es ja auch ganz tolle Bilder. Gibt es ganz tolle Bilder, wenn man diesen Boden mal aufschneidet, das Depot, wie die Pflanzen sich da andocken. Also da wachsen die Pflanzen außen ringsrum, die Wurzeln, und dann wird dieses Depot nach und nach aufgelöst. Und dadurch, das ist einfach der Effekt, ja, also wenn wir über Nitrifikationshemmer reden, wenn wir über praktisch Hilfsmittel reden, den Dünger nicht so exzessiv und schnell wirken zu lassen, passiert das hier. Also ich habe eine sehr lang anhaltende und eine sehr langsam wirkende Düngeform und dadurch habe ich einfach gesündere Pflanzen, weil die Pflanzen nie zu viel fressen. Die werden verhalten und ich sage jetzt mal nachhaltig ernährt und dadurch haben die auch nicht so einen Krankheitsdruck. Die werden nicht so, die sind nicht so pilzanfällig, die sind nicht so krankheitsanfällig. Also ich habe mit dieser Düngung in meiner konventionellen Zeit keine Fungizide eingesetzt. Null. Keine Fungizide. Auch keine Wachstumsregulatoren. Null. Einfach nur, weil ich begriffen hatte, dass ich, wenn ich die Ernährung steuere, so wie bei uns, wenn ich sie steuere, dann bleibe ich einigermaßen gesund. Und wenn ich es nicht gesteuert kriege, sondern immer mal zu viel und mal zu wenig, dann habe ich entweder Hunger oder ich bin einfach immer übersatt. Das ist aber jetzt aus konventionellen Zeiten, oder? Das ist aus konventionellen Zeiten, ne? Also im Biobetrieb sind noch ein paar mehr biologische Dünger einsetzbar als zum Beispiel in einem Demeter-Betrieb. Aber zum Schluss bleibt es interessant, wenn man Zugriff hat auf biologische Nährstoffe, die auch Fibel anerkannt sind. Das ist ja diese Betriebsmittelliste, wo man gucken kann als Biobetrieb, was darf ich einsetzen. Ich finde die Technologie nach wie vor spannend, weil ich eben wie beim Doc einfach an einem Punkt etwas hinsetzen kann. Wenn ich dann weiß, dass es dem System hilft, ist es gut. Und ich weiß aber mittlerweile, dass es nicht gut ist, etwas nicht Gutes zu nehmen und es breit zu streuen, um dann praktisch zwar auch eine Düngewirkung zu haben, das ist unbestritten, aber eben auch ein paar negative Begleiterscheinungen, die wir dann mit verschiedensten Pflanzenschutzmitteln und mit verschiedensten Beratungsmethoden derjenigen, die den Dünger verkaufen, dann wieder reparieren. Ich komme nochmal auf das Pilz-Bakterien-Verhältnis zurück. Hier auf dem Bild ist folgendes Szenario. Ein Schlag. Hier die Ecke, die geht ins Dreieck. Also die macht sich für jeden, der Trecker fährt am Vorgewende und so, macht sich die ein bisschen blöd und deswegen sagte der Pressenfahrer, der Pressenfahrer sagte dann zum Mähdrescherfahrer, du kannst du nicht hier auf dem Dreieck das Stroh, mach doch einfach breit. Und ansonsten brauche ich aber alles Stroh. Also wir haben Einstreuhaltung und deswegen brauche ich eigentlich jeden Halm Stroh. So, jetzt hat er hier praktisch auf diesem Dreieck das Stroh breit gehäckselt und der Rest des Schlages, außer dem Vorgewende, da wurde das Stroh geräumt. So, und dann haben wir am gleichen Tag mit gleicher Technik, mit dem gleichen Saatgut, mit gleicher Saatstärke Raps gedrillt. Mit dem Ergebnis, was man hier sieht. So, und dann habe ich jetzt immer so die spannende Frage gestellt in die Gesichter. Hat einer eine Idee? Was ist da abgelaufen, beziehungsweise wo ist da vielleicht die Ursache für dieses Bild? Denn ich muss jetzt mal ganz provokant sagen, es hätte ja genauso gut sein können, ich bin Marktfruchtbetrieb, mir hat jemand etwas von Mulchsaat erzählt,
Oh, das ist gut, einwandfrei. Mach mal Mulchsaat. Schön Minimalismus. Und, ne? Und dann machst du Raps. Also es hätte ja genauso gut sein können, dass ich die ganze Fläche hier gehäckselt hätte und hätte die ganze Fläche so behandelt wie jetzt die Ecke. Dann wäre es für mich auf der Fläche natürlich noch dramatischer gewesen. Aber jetzt trotzdem nochmal die Frage. Hier. Stroh braucht und braucht Nährstoff. Und verbraucht Nährstoff. Ja. Und Wasser. Ja. Und Wasser auch, ja. Also viele sind, genau, also es sind bereits schon erste Dinge mit in der Antwort drin. Die Hauptantwort besteht aber wirklich darin, dass Raps ja eigentlich relativ flach abgelegt wird. So, und jetzt habe ich dort Stroh, mache eine flache Bodenbearbeitung und mische den Boden mit Stroh flach ein. Jetzt haben wir ein Bakterienverhältnis von 1 zu 10. Also, die Bakterien kriegen jetzt Stroh. Wenn ich gut bin, gute fachliche Praxis, Studium, gebe ich sogar noch 20 Kilo Stickstoff. Und diese 20 Kilo Stickstoff, die gebe ich eigentlich nur, ich habe früher immer gedacht, dadurch wird Stroh mürbe, die gebe ich doch eigentlich nur, damit die Bakterien zusätzlich noch Energie kriegen. Ja, so, also ich habe dort in dieser Bodenschicht einen Hotspot der Vernichtung. Der Vernichtung, der Mineralisierung. Ja, also dort wird recycelt in einem hohen Maße. Und wenn ich in diese Recyclingzone mein Rapskorn reinlege, bitteschön, wie soll denn eine Bakterie ein Rapskorn von Stroh unterscheiden können? Also die Bakterie, die wird in dieser Zone alles versuchen abzubauen, umzusetzen, zu Nährstoff zu machen. Und das macht sie dann mit dem Rapskorn auch. Dasselbe mit Getreide hätte funktioniert. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich, je tiefer ich in den Boden eindringe mit meinem Saatkorn, desto schlechter ist die Versorgung mit Stroh. Ich komme praktisch in diese sogenannte Plasmazone. Also man spricht gerade in Mulchsystemen und praktisch nicht wendenden Systemen, spricht man von einer Zellgare. Das ist die Schicht, wo praktisch Material aufliegt. Und dann darunter, ganz ziemlich deutlich abgegrenzt, kommt die Plasmagare. Und in dieser Plasmagare sind bereits wieder alle Verhältnisse im Normalen. Ja, also wenn ich jetzt ein Getreidekorn 3-4 cm tief eingedrillt hätte, dann wäre es schon gut gegangen. Erstmal, weil das Getreidekorn generell nicht so leicht zu zerstören ist wie das kleine Rapskorn, aber weil ich dort in Bodenverhältnisse komme, die praktisch diesen exzessiven Abbau, Umbau nicht mehr so erleben. Ja, also das ist die einzige und richtige Erklärung dafür. Und wenn man das weiß, dann kann man sich das ja auch zu Nutzen machen. Ja, wenn einem das keiner erklärt, dann sagt man, Mulchsaat, Raps, scheiße. Funktioniert nicht. Ne? Oder was weiß ich, man kann es auf die Drille schieben oder der Driller, was der da gemacht hat. Ja, das sind auch noch alles Bilder aus dem konventionellen Bereich, wo wir praktisch Dinge ausprobiert haben, die dann tatsächlich auch funktioniert haben. Und man muss vielleicht an dem Bild, oder das sage ich vielleicht beim Mais nochmal, wenn es Fragen gibt, natürlich zwischendurch. Worum geht es? Wir haben ja heute gehört, wie wichtig die Wurzel im Boden ist. Wenn ich ein Anbausystem, ob jetzt konventionell oder bio, so hinkriege, dass ich organisieren kann, dass fast 365 Tage, ich weiß nicht, ob man es hinkriegt, ganz 365 Tage, aber wenn man fast 365 Tage es schafft, eine lebendige Wurzel im Boden zu halten, ob nur von Hauptkultur, Untersaat oder Zwischenfrucht. Allein die Tatsache, je länger ich den Boden im Leben halte, je länger ich organisiere, dass es lebendige Wurzeln im Boden gibt, desto länger habe ich natürlich eine Versorgung der Mikrobiologie und der Biologie im Boden und ich halte meine Böden einfach wirklich länger im Leben. Darum geht's. Das muss ich irgendwie organisiert kriegen und nebenbei aber trotzdem ernten und Geld verdienen. Das ist die spannende Aufgabe dabei. Und das sind eben Versuche zu sagen, hier jetzt meinetwegen in der Sonnenblume,
Die Sonnenblume ist abgereift, abgeerntet. Jetzt habe ich da drunter eine Untersaat, die dann, wenn die Sonnenblume abgeerntet ist, bereits da ist. Der Boden hat schon wieder Wurzeln, der Boden hat schon wieder eine Versorgung. Und jetzt komme ich nämlich noch zu einer ganz wichtigen Information. Wenn eine Pflanze von der vegetativen in die generative Phase geht, also sprich, wenn die Pflanze die Ähre hat, wenn die Pflanze die Frucht hat, wenn die Pflanze eben praktisch das hat, was sie zur Vermehrung braucht, dann hört die Pflanze auf, aus der Wurzel Ausscheidungen abzugeben. Also einfach erklärt ist es so, wenn die Pflanze im vollen Wachstum ist, April, Mai, Juni wahrscheinlich dann nicht mehr, April, Mai, habe ich ja sehr viel Blattmasse, Photosynthese. Die Pflanze, das Kraftwerk in der Pflanze fängt an zu arbeiten. Wenn jetzt an Tagen hoher Lichtintensität und dann auch vielleicht auch guter Nährstoffversorgung dieses Werk etwas zu viel produziert, ähnlich dem Strom der erneuerbaren Energie, den wir gerade nicht loswerden, also wenn in der Pflanze zu viel produziert wird, dann hat die Pflanze nur eine Chance, etwas, was sie zu viel hat, abzugeben. Und das macht sie über die Wurzel. Deswegen Wurzelausscheidungen. Und von diesen Wurzelausscheidungen lebt die Bodenbiologie. Also die Mikroben, die Mikroorganismen im Boden, die leben von den Überschüssen, die die Pflanzen im Boden abgeben. Zucker, Kohlenhydrate, also alles, was die Pflanze so über die Wurzeln abgibt, davon lebt das Bodenleben. Und wenn ich mit einer relativ engen Fruchtfolge ohne Zwischenfrucht, ohne Untersaat arbeite, dann habe ich lange Phasen im Boden, wo gar nichts passiert. Also wir haben ja gerade gehört, vegetativ, generativ, also Anfang Juni ist beim Getreide der Bart ab. Also wenn das Getreide anfängt so ein bisschen zu vergilben, dann ist das Getreide noch grün, aber wenn das Getreide schon anfängt zu vergilben, dann passiert nach unten nicht mehr viel. Und dann geht das von Juni, Juli, August, irgendwann kommt im September die Drille und dann stehen Ende September ein paar Hundehaare. Also habe ich von Juli bis Ende September eigentlich kaum noch eine Versorgung meiner Bodenlebewesen. Das ist ein Problem. Das ist auch wirklich ein Problem, wenn man versucht, Boden aufzubauen und das nicht verstanden hat, beziehungsweise es keinem oder es keiner jemand erzählt hat. Ne? Also es sind wirklich ganz wichtige Monate, die dann fehlen, wo die Bodenbiologie nicht komplett verschwindet, aber sie reduziert sich natürlich in einem hohen Maße. Das muss man sich vorstellen, als wenn man im Stall jetzt nur noch die halbe Ration fährt oder nur noch ein Drittel der Ration. Die Tiere bleiben gerade so im Leben, aber mit Leistung ist da nicht mehr viel zu wollen. Selbes versuche ich hier auf diesem Bild auch zu zeigen. Also hier haben wir eine Untersaat im Mais. Das sieht jetzt gar nicht so aus wie eine weidefähige Untersaat, geschlossen und so weiter und so fort. Man sieht hier schon so ein paar Lücken, aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass die Pflanzen da sind, dass sie Wurzeln im Boden haben und letztendlich dann auch die Traktoristen, die Mechanisatoren in der Frühstückspause sagen, Mensch, der Acker ist aber gut befahrbar. Ja, das waren nämlich auch Effekte bei uns im Betrieb, wo dann der eine oder andere Traktorist gesagt hat, ey, das ist ja gut befahrbar. Ja, ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Nehmen wir mal wieder den Baum mit dem Schatten zu Hause. Wenn mein Rasen zu Hause in Ordnung ist, da kann ich sogar oft den Besuch drauf parken lassen. Ne? Ich meine, wenn ich es übertreibe, ist er irgendwann weg. Aber so ein Rasen, sprich ein Gras, eine Graswurzel ist schon relativ strapazierfähig. Was jetzt aber auch noch ganz spannend dazu kommt und so potenziert sich das alles. Ich wurde an dem Tag gefragt, warum erntet ihr denn schon euren Mais? Also meine Nachbarn haben gefragt, du bist doch mit deiner Maisernte viel zu früh dran. Warum erntest du denn deinen Mais? Der ist doch noch gar nicht reif. So, da habe ich gesagt, doch, der ist reif. Wir haben die Kolben untersuchen lassen, 55% TS. Der sieht doch aber gar nicht aus wie reif. Na? So, und da habe ich dann auch drüber nachgedacht, und was ist denn eigentlich reif? Wie wird eine Pflanze reif? Eine Pflanze wird an sich, wenn alles stimmt, wenn eine Pflanze harmonisch versorgt wurde und keine Krankheiten hat, wird eine Pflanze im Ganzen reif.
Also die wird nicht so, wie wir es kennen von Mais, in der Blattetage reif oder einzelne Pflanzen reif oder einzelne Spots werden reif, sondern eigentlich wird die Pflanze gleichmäßig reif. Und wenn die Pflanze gesund ist, durchweg gesund ist, sieht die Pflanze durchgängig grün aus. Und hat aber trotzdem schon einen Reifezustand, dass man in der Silierung von einer reifen Maispflanze redet. So, das ist oft empfunden reifer Mais. Na? Und das ist, mach nochmal zurück, und das ist eben eine ungesunde Abreife. Das muss man einfach so, ich kann das auch relativ einfach erklären, wenn einer Pflanze, der hier vorne nicht, aber wenn einer Pflanze etwas anfängt zu fehlen, wir haben ja vorhin gehört, dass die Pflanze, wenn die Pflanze zu viel hat, gibt sie über die Wurzel ab. Und wenn einer Pflanze anfängt, was zu fehlen, dann vernichtet sie die ältesten Blätter und lagert die Nährstoffe um. Ja, also es wird sozusagen das Älteste an dir geopfert, damit der Körper weiterlebt. Und das erlebt man dann bei Pflanzen, die mit der Nährstoffversorgung nicht ganz im Optimum liegen. Hier ist nochmal ein Beispiel von der Untersaat im Mais. Das ist aber schon eher grenzwertig. Also man muss bei Untersaaten und bei solchen Versuchen einfach wissen, dass wenn ich dort in der Probier- und der Testphase bin, ich natürlich eine Gratwanderung erlebe, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wann kippt das Ganze? Wann geht die Hauptkultur unter in der Untersaat? Ja, das ist schon irgendwo ein bisschen eine Sache, die jeder rausfinden muss, wenn er das mal probiert. Wie kriege ich das hin, die Untersaat nicht dominant werden zu lassen? Also ich sage immer, weniger ist mehr. Wenn man eine Fläche abgeerntet hat und da stehen so ein paar Härchen rum, dann reicht das schon. Weil diese paar Härchen, wenn abgeerntet ist, die werden innerhalb von ganz kurzer Zeit richtig schön grün. Also es muss nicht ganz so extrem aussehen wie hier. So, dann haben wir hier mal Winterweizen-Direktsaat nach Silomais. Da hieß es zum Anfang auch, oder nee, nicht zum Anfang. Es ist generell so, wenn der Boden keine gute Struktur hat, wenn ich dann den Silomais ernte auf einem nicht gut strukturierten Boden, hinterlasse ich hinterher natürlich eine noch schlechtere Bodenstruktur. Wenn alles einigermaßen im Lot ist und ich würde das probieren, dann nutze ich einfach das Wissen, was wir heute gehört haben, dass die Maispflanze, die ist zwar schon in der generativen Phase, aber sie ist noch sehr grün. Also die Silomaispflanze an sich, die ist noch sehr vital, hat noch sehr viel Stoffwechsel. Also hat der Boden dort eigentlich noch, entweder hat er sogar noch Exudate von der Maispflanze oder es ist gerade erst so am Kippen. Also sprich, die Mikrobiologie im Boden ist zu dem Zeitpunkt der Mais-Silierung noch relativ gut. Beim Körnermais sieht es dann schon anders aus. Dann hat ja der Boden schon viel länger kein Futter gehabt. Und wenn man dann unmittelbar gleich den Weizen reinkriegt, dann muss man je nach Bodenzustand natürlich mit ein paar Abschlägen leben, denn der Boden ist verdichtet durch Technik. Aber es funktioniert. Es ist ein relativ niedriger Kostensatz. Und wenn der Ertrag dann immer noch ausreicht, um die Kostenersparnis bzw. diesen Vorteil auszugleichen, dann habe ich zumindest gegenüber einer gedrehten, gewendeten Parzelle finanziell keinen Nachteil. Und ich habe wieder noch ein bisschen mehr Kohlenstoff im Boden gehalten. Denn es ist ja gerade, was wir gehört haben, so schwierig, den Kohlenstoff, diesen Humus aufzubauen im Boden. Und wenn ich dann rauskriege, dass sowas funktioniert bei ein bisschen niedrigeren Ertrag, aber meinetwegen und hoffentlich bei demselben Deckungsbeitrag, dann habe ich zumindest ein bisschen mehr Kohlenstoff im Boden gehalten, als wenn ich wende, drehe und noch zusätzlich wieder den Kohlenstoff verbrauche. Hier haben wir es dann sogar noch so weit getrieben, also das ist hier eine ziemlich stark befahrene Straße, da wo jetzt die Umleitung lang geht. Ne, Herr Schleinitz kennt das, ist ja mein Fastnachbar. Und ja, ich sag mal, da sorgst du schon so ein bisschen für nachdenkliche Gesichter. Ne? Also erstmal schon, wenn du mit einer Drille in die Maisstoppel fährst, ohne was zu machen. Und dann sind wir noch mit der Drille quer 45 Grad mit Untersaat da in den Mais reingefahren und dann waren die Fragezeichen komplett. Ne? Also dann versteht keiner mehr, was du da machst. Aber es fragt doch keiner.
Also ich habe in der Zeit nicht so sehr viele Leute gehabt, die angehalten haben. Mein Nachbar hat mal irgendwann dann ganz entgeistert mit dem Pickup angehalten und hat gesagt, du mal, was machst du hier eigentlich? So, hier sehen wir ein Rapsfeld und da bin ich gerade dabei, Schwefel zu streuen, Elementarschwefel zu streuen. Schwefel hat in der Funktion im Aufbau der Bodenbiologie eine ganz wichtige Rolle, weil Schwefel ja wirklich ein Hauptbestandteil ist der Eiweißsynthese. Und wenn ich Eiweiß aufbauen will, sprich Leben, dann brauche ich dafür Schwefel. Und wenn die Schwefelversorgung im Boden tatsächlich zu knapp ist, dann kann ich sogar auch im Biobetrieb die Schwefelversorgung praktisch organisieren, kann noch ein bisschen Schwefel mit ins System reinbringen. Und das machen wir hier gerade. Hierauf komme ich gleich zurück. Hier steht ja noch zwischen dem Raps noch was anderes. Und den Streuer, den habe ich dann auch verwendet, um zum Beispiel Untersaaten in den Mais reinzustreuen. Ja, also in... Ja, genau. Dann im 6- bis 8-Blatt-Stadium. Aber auch da würde ich mich nie festnageln lassen und ich würde auch kein kleines Handbuch rausgeben, es funktioniert. Sondern man muss wissen, wenn man eine Untersaat in eine Kultur reinstreut, dann hängt das wirklich ein bisschen von der Witterung ab, ob das gut geht oder nicht. Ja? Aber wenn ich weiß, ich habe gar keine andere Chance. So, hier haben wir dann mal Weizen mit Schwefel gemischt. Dann spare ich noch einen Arbeitsgang. Und habe dann praktisch den Weizen gleich mit dem Schwefel ausgedrillt. Dann hat man ja auf dem Bild gesehen den Raps. Und das war praktisch in der konventionellen Zeit, als ich noch Raps gebaut habe. Ich möchte auch im Biobereich wieder Raps bauen, aber ganz so weit bin ich noch nicht. Wird aber die nächsten Jahre passieren. Hier habe ich dann im konventionellen Bereich gearbeitet mit B-Cropping, also praktisch mit einer zweiten Kultur im Raps. Hier war es immer bei mir immer die Lupine. Hat natürlich den positiven Effekt, dass die Lupine als Stickstoffsammler den Raps noch versorgen kann mit im Herbst. Aber der viel wichtigere Effekt, der mir früher auch nicht so klar war, ist, dass allein die Tatsache, dass zwei verschiedene Arten auf einem Fleck stehen, bewirkt, dass es unterschiedlichste Eigenschaften gibt. Also die Lupine hat ganz andere Eigenschaften als der Raps. Die Lupine hat zum Beispiel andere Säuremuster bei der Wurzelausscheidung. Also die Lupine mit ihrem Säuremuster der Wurzelausscheidung kann ganz andere Nährstoffe aus den Mineralien zur Verfügung stellen, als es der Raps kann. Also in dem Moment, wo ich zwei Pflanzen schon allein, nur zwei Pflanzen miteinander kombiniere, habe ich schon nie gesehene Effekte, die dann für beide was bringen können. Ne? Hier in dem Fall, wenn ich Glück habe und es im Winter friert, dann ist die Lupine weg. Ja? So, ganz wichtig ist zu wissen, solange die Bodendynamik noch nicht so organisiert ist, wie ich es mir wünsche, ist die Nährstoffdynamik noch nicht so, sondern eher immer noch so. Also sprich Calcium, wenn es regnet, komme ich wieder auf den Garten zurück, Rasen. Warum habe ich so viel Moos? Ja, weil der Calcium aus dem Oberboden ausgewaschen ist. Calcium ist weg. So, und was macht Moos? Moos ist die einzige oder mit einer der wenigen Pflanzen, die es schafft, aus Calcium, der noch da ist, also es ist ja nicht alles ausgewaschen. Sondern die Calciumteile, die praktisch relativ schwer löslich sind, kennen wir auch aus dem Kalk. Es gibt auch sehr schwer lösliche Kalkteilchen, das liegt wie Schotter auf dem Weg und wird einfach nicht. Ne? Und Moos kann das. Deswegen Moos am Betonpfosten, kennt jeder, ne? Funktioniert, weil Moos kommt an diesen Kalk ran. Könnte eine andere Pflanze nicht. So, und deswegen, wenn ich diese Dynamik noch nicht wieder hin habe, wir sehen auch gleich, woher der Kalk kommt, wenn ich nicht mehr kalke. Dann macht es sich wirklich ganz gut, auch mal Kalk nachzulegen, um diese Auswaschung aus dem Oberboden ein bisschen auszugleichen.
habe ich nämlich ausgewaschene Oberböden, ganz schlecht mit Luzerne, ganz schlecht mit Wintergerste. Das waren die letzten drei Anbaujahre konventioneller Raps und habe 3 Jahre lang Raps angebaut, ohne einen einzigen Spritzgang im Frühjahr. Das glaubt mir immer sowieso keiner. Ne? Also Raps praktisch im Herbst, Herbizidanwendung. Also ich muss sicherstellen, dass der Raps zur Hauptkultur werden kann. Und das kriegt man heutzutage eigentlich ganz gut hin. Wenn man nicht allzu viel Fehler macht, braucht man im Frühjahr ganz selten nachlegen, sondern hat das eigentlich hin. So, und dann unter nochmal der Betonung, Nährstoffversorgung all die 3 Jahre immer mit Kultan. Auch ganz wichtig, diese langsam fließende Nährstoffquelle, die dafür sorgt, dass der Raps dann nicht diese typischen Krankheiten bekommt, die wir so kennen und die auf dem Vormarsch sind. Und das habe ich auch zum Anfang nicht gewusst. Wenn Raps überdüngt ist, wenn man eine Rapspflanze rauszieht oder mal in so einem Rapsfeld drinsteht und man geht an einem Tag, wo der Boden weich ist und versucht ganz vorsichtig eine Rapspflanze rauszuziehen, dann habe ich mich schon immer gewundert, wie das geht, ne? Wie kann denn so eine relativ kleine Wurzel, man zieht ja nun nicht alles raus. Also wenn man jetzt so richtig wie ein Profi ein Bodenprofil aufgräbt und würde die gesamte Wurzel freilegen, dann würde man schon sehen, dass der Raps auch ein bisschen mehr hat, als nur das, was man da rauszieht. Aber ich habe mich trotzdem immer gefragt, das Verhältnis von Spross und Wurzel beim Raps ist erstaunlich. So, und das ist aber das Hauptproblem im Raps, auch wegen der Schädlinge spreche ich das an. Wenn ich jetzt meine normalen Düngemengen fahre, und Raps ist ja nun mal eine Kultur, die sehr, sehr stark gedüngt wird, und die Pflanze an den sonnenreichsten Tagen, das über die Wurzel nicht los wird, dann fangen die Stängel an aufzuplatzen. Und neben den Stängelplatzern verändert sich der Geschmack des Pflanzensaftes. Also diese veränderten Druckverhältnisse in der Rapspflanze sorgen für ein anderes Geschmacksmuster. Und das wiederum ist besonders attraktiv für stechende und saugende Insekten. Also die werden deswegen nicht weg sein, wenn ich den Raps gesund ernähre bzw. ausgeglichener ernähre. Die werden trotzdem nicht weg sein, die werden trotzdem da sein. Aber die Frage ist, ob die Schadschwelle so ist, dass es rechtfertigt, alle anderen Lebewesen, die ich im System brauche, mit wegzuspritzen. Und das ist eben das große Problem, dass eine Spritze bzw. ein Mittel nicht unterscheiden kann. Also das kann nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse, was die Insekten betrifft, so wie ein Fungizid nicht unterscheiden kann zwischen guten und bösen Pilz. Also das habe ich auch relativ schnell begriffen, dass ein Fungizid natürlich auch alle bodenbürtigen, positiven, gutartigen Pilze mitvernichtet. Und ich dadurch aus meinem Dilemma mit dem Verhältnis von Bakterien und Pilzen gar nicht rauskommen kann. Weil immer, wenn ich versuche, etwas aufzubauen, dann habe ich eine Kultur, wo ich 3-mal Fungizid spritze und dann ist alles, was ich aufgebaut habe, auch gleich wieder weg. So sah das dann aus hier, die Rapspflanze zur Schote. Und da haben wir dann auch Pflanzen rausgezogen und haben anhand der Pflanze, das sieht man auch wirklich gut, wenn man die Pflanze rauszieht, sieht man ganz genau, wann Käferbefall da war. Ist ja nicht so, dass die Pflanze jetzt keinen Schaden erlitten hat. Die hat auch Schaden erlitten. Die Frage ist jetzt, und man muss es ja nicht gleich auf 1000 Hektar ausprobieren, aber die Frage ist ja die, wenn man jetzt mal einfach mal eine Parzelle ausprobiert und die einfach auch dann mal so, wie ich es beschreibe, mal so durchzieht, wenn man das durchhält, wenn man die Leute hat, die mitziehen, das ist ja auch mal so eine Frage, dann kann man sich da ja rantasten. Hier nochmal ein Beispiel von Untersaat im Getreide. So, das reicht vollkommen aus, also mehr muss es gar nicht sein. Das ist kultangedüngte Gerste ohne Halmstabilisator und Fungizid. Landsberger Gemenge hat bei mir einen hohen Stellenwert wegen dieser Dinge, die wir heute gehört haben, Kleegras. Also eine Pflanze, die in der Lage ist, Boden aufzubauen, eine Pflanze, die in der Lage ist, Humus zu bilden, spielt hier eine wichtige Rolle. Funktioniert wirklich gut bei frühräumenden Getreide, unmittelbar gleich in die Stoppel reingedrillt. Ganz wichtig, wenn
Zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Tiere mehr habe. Ja gut, jetzt könnte jeder fragen, wozu brauche ich denn ein Landsberger Gemenge? Jetzt könnte ich sagen, tja, investiere doch einfach die 60 Euro oder 65 Euro in den Boden. Wenn ich den Mähdrescher habe fahren lassen und habe auch das Stroh breit gehäckselt und würde dann am selben Tag oder gleichen Tag später, man sollte wirklich nicht warten, mit einer Drillmaschine, die das kann, das Landsberger Gemenge da rein drillen, funktioniert. Da hat das Ausfallgetreide keine Chance, weil das Auflaufen des Landsberger Gemenges dann zeitnah abläuft und dieses Landsberger Gemenge dann auch so dominant ist, dass das Ausfallgetreide keine Chance hat. Bin ich ein paar Tage zu spät, sind die Kaffstreifen vom Mähdrescher klar in der Vorderhand und gewinnen. Ich habe das schon auch in der Grenze getestet, wo ich dachte, oh, jetzt hast du lauter Streifen im Futter. Und wo dann wirklich, das kippelte so ein bisschen. Ne? Da hat man gedacht, das Getreide wird gewinnen. Und dann aber im Frühjahr, also im Herbst noch nicht, aber im Frühjahr, war dann doch genug Landsberger da. Aber hier geht es, Hauptaugenmerk dieser Maßnahme ist wiederum Bewurzelung, wiederum Wurzeln im Winter. Um Himmels Willen den Winter nicht abschreiben als eine Jahreszeit, wo im Boden nichts passiert. Weil auch im Winter passiert im Boden eine Menge und deswegen ganz wichtig, dass der Boden im Winter nicht so kahl daherliegt. Ach so, hier, das Landsberger Gemenge wird ja eigentlich von der DSV gar nicht mit Futterraps angeboten. Hier ist noch Futterraps vereinzelt drin. Da haben wir dann einfach noch eine Kulturart mit reingebracht. Stört ja nicht. Einfach und muss gar nicht viel sein, aber es sind einfach noch ein paar Pflanzen noch mit im Bestand, die sagen, also ich kann noch was. Ich kann noch was anderes als die anderen drei. Darum geht's, ne? Also je vielfältiger, je mehr, umso besser. So, dann haben wir die Kameraden, die dann letztendlich irgendwann, wenn das System wieder in Dynamik funktioniert, aber auch nicht ganzjährig, weil in einer ausgeprägten Trockenphase die Würmer weg sind, die verziehen sich dann wirklich in tiefere Schichten bzw. sind dann sehr inaktiv. Aber wenn der Boden praktisch in seiner Dynamik funktioniert, dann passiert das hier, was man an der Oberfläche dann sieht. Wenn der Acker einigermaßen in Ordnung sitzt, sind so diese kleinen aufgehäuften Wurmlosungshaufen. Und spannend ist, dass die, so wie alle, die Stoffwechsel haben, so wie wir auch. Also wir können ja auch eine gewisse Dosis Gift können wir vertragen, oder? Wenn wir gesund sind, wenn der Stoffwechsel funktioniert, dann können wir eine Pulle Wodka trinken, dann können wir auch mal über die Maßen rauchen, dann können wir auch mal eine Droge nehmen. Also der Stoffwechsel, der kann das irgendwie wettmachen. Und genau so ist das bei den Bodenlebewesen, wenn ein Regenwurm sich durch einen kontaminierten Boden frisst. Also wenn der Boden tatsächlich ein Problem hat, und man untersucht dann das, was aus dem Wurm wieder rauskommt. Überraschung, der Boden ist gesund. Also das ist auch ein Effekt, den ich dann praktisch von der Natur gratis kriege, wenn es wieder funktioniert. Ne, weil, ich sag mal, wenn wir haben hier ein ganz konkretes Beispiel gehabt. Das hatte, glaube ich, der Christoph Felgentreu untersucht in einem DSV-Versuch. Da hatten die einen Boden, der zu viel Aluminium hatte. Und haben dann auf diesem Boden die Regenwurmlosung untersucht. Bodenanalytik da und dann waren die Werte tatsächlich in Ordnung. So, und diese also ist eigentlich auch eine Kernaussage für Bodenaufbau und Bodenbiologie. Also das meiste, rein biologisch gesehen, passiert im Frühjahr und im Herbst wegen der ausreichenden Wasserverhältnisse. Es sei denn, wir haben eine ausgeprägte Vorsommertrockenheit März, April. Aber ansonsten sind die Temperaturen und die Wasserversorgung und auch die Lichtverhältnisse sind im Frühjahr und im Herbst am optimalsten. Im Sommer habe ich es ja mitunter dann doch zu heiß. Also gerade wenn ich jetzt keine richtigen schon geschützten Systeme habe, so wie mein Robinienwald im Sommer, das funktioniert. Aber eine Ackerfläche, selbst wenn ich sie gut bewirtschafte, kann im Sommer Tage erleben, wo es absolut zu heiß wird. Und jetzt muss man sich fragen, was tun wir im Frühjahr und im Herbst für ausreichenden Bodenaufbau? Und da wird die Bilanz dann doch ganz schön nüchtern.
So, das ist mein Fazit von meinem Vortrag. Also für jeden, der hier an dem Thema ansetzen will und an dem Thema vielleicht auch was zu Hause bewegen will, sollte trotzdem vorher irgendwo versuchen, mal zu analysieren und rauszukriegen, wo stehe ich eigentlich. Dann sollte man sich bei der Bodenanalytik nochmal genau, man kann man ja auch mal Frank fragen, wie er das sieht, aber man sollte bei der Bodenanalytik nochmal genau überlegen, wer kann einem was erzählen. Also diese Übersicht, die wir zum Anfang gesehen haben mit den optimalen Nährstoffverhältnissen der Böden, die kriege ich von der LUVA nicht. Das ist eine Untersuchungsmethode nach Albrecht, hier in Deutschland bekannt als sogenannte Kinsey-Untersuchung. Es gibt jetzt auch schon in Österreich und ich glaube auch in Holland ein Bodenlabor, die das auf diese Art und Weise untersuchen. Ich habe der ganzen Sache immer eine große Bedeutung beigemessen, auch heute noch, aber ich würde auch genauso unterschreiben zu sagen, vergeude nicht zu viel Zeit in Analytik, vergeude nicht zu viel Geld auch in diese Geschichte, sondern wenn du verstanden hast, worum es geht, Umstellung der Fruchtfolgen, Schutz des Bodens mit Auflage, vernünftige Stoffkreisläufe, dann sind das alles Maßnahmen, wenn ich sie denn durchführe, ich dann sowieso ein positiveres Ergebnis kriegen würde. Also das lasse ich hier heute einfach so stehen. Also wenn ich jetzt, angenommen jetzt wirklich einen schwierigen Patienten habe und ich würde keine Bodenuntersuchung machen und ich würde heute auf den Tag anfangen, die Dinge umzusetzen und ein paar Dinge zu verbessern, dann wäre die Bodenanalytik eben in 2, 3 Jahren schon anders. Und deswegen tun sich auch manche meiner Meinung nach ein bisschen schwer, die sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das untersuchen soll und dann kriege ich ja die Untersuchung erst dann und dann zurück und so weiter und so fort. Jetzt kommt die Untersuchung zurück, das war ja in meinem Fall auch so. Und jetzt kriege ich eine Düngerempfehlung, 600 Euro pro Hektar. Kann passieren. Also je nachdem, wie die Verhältnisse ins Rutschen gekommen sind, kann das sein, dass ich eine Düngerempfehlung kriege, die durchaus so 500, 600 Euro pro Hektar kosten kann. Ja, bitteschön, da habe ich mich dann gefragt, bin ich denn der Experte, der jetzt entscheiden kann, welchen Euro ich von den 600 in dem Jahr nun gleich zuerst mache? Wir haben ja gerade so ein bisschen was gehört über die Komplexität. Mag ich jetzt entscheiden, welchen Dünger ich kaufe und einsetze im ersten Jahr? Schön wäre es natürlich, wenn ich das gesamte Programm umsetzen kann, aber ich glaube, mittlerweile kriegt man auch schon eine Empfehlung, so eine Prioritätenliste. Was vielleicht doch zum Anfang am wichtigsten wäre, könnte man dann versuchen, danach zu gehen. Aber ich glaube, vom Grundsatz her muss im Kopf drin sein, das System einigermaßen verstanden zu haben und dann zu sagen, gut, das ist ein Baustein jetzt, ein Baustein. Aber ich weiß eigentlich, was ich im Groben umsetzen will, nämlich Landwirtschaft, wie sie mein Uropa gemacht hat. Denn von der Sache her ist es ja nichts anderes. Vielfältige Fruchtfolgen. Einbau von Untersaaten und Zwischenfrüchten zur weiteren Stabilisierung der Bodenstruktur und Förderung der Biodiversität des Bodenlebens. Phasen ohne lebende Wurzel, ne? Das sind die Phasen, wo das Bodenleben verhungert. Analyse der Anbautechniken auf Störfaktoren für das Bodenleben und deren Optimierung, Anschaffung geeigneter Technik. Also im Endeffekt muss sich jeder die Frage stellen, wenn ich jetzt mit einer Technik auf dem Feld unterwegs bin, was derjenige, der unter mir lebt, dazu sagen würde. Also sicherlich, wenn ich zu schwer bin und steige einem auf den Kopf, brauche ich nichts zu sagen. Aber es ist auch immer noch ein Unterschied, ob ich demjenigen an einem Tag auf den Kopf steige, wo es trocken ist, oder ich fahre, wo der Boden sowieso nicht belastbar ist, an feuchten Tagen. Und dann kommen wir wieder auf diese Arbeitskräfteproblematik zurück, auf die Arbeitsspitzen zurück, und dann weißt du ganz genau, was es heißt, wenn du das nicht geschafft hast. Dann kannst du dann auf die 10 Tage Regen jetzt auch keine Rücksicht nehmen, dann muss es doch gemacht werden. Aber das sind zum Schluss, wenn man es weiß, alles Dinge, die die Sache verhindern. So, dann eine ganzjährige Bedeckung der Oberfläche und Reduktion der Phasen von ungeschütztem Boden hat auch nochmal genannten einfachen Hintergrund. Wenn der Boden ungeschützt ist an einem sonnenreichen Tag, dann habe ich oben in den oberen 2-3 Zentimetern 60 Grad. Kann jeder mal nachmessen. 60, 65 Grad. So wie da was steht, selbst ein lichtes Getreide, und ich gehe dann mit dem Digitalthermometer rein, liegen die Temperaturen bei 25 am selben Tag. So, jetzt habe ich in den oberen 2-3 Zentimetern ja auch Lebewesen. Was machen die bei 60 Grad?
die machen den Abflug. Ne? Also ab 40, 42 Grad, das kennen wir alle vom Fieber, fängt an, das Eiweiß im Körper zu degenerieren und dann ist Schluss mit lustig. Und deswegen die Phasen, wo der Boden zu heiß wird, die sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Ganz hier, also Rückführung sämtlicher nicht vermarkteter Biomasse in das Bodensystem, dabei Vermeidung von Fäulnisprozessen durch in den Boden eingearbeitete, unbehandelte Biomasse, das ist jetzt ein bisschen viel, Stabilisierung der Biomasse über gesteuerte Kompostierung, Flächenkompostierung von Grünmasse, das ist praktisch, das ist ja fast ein extra Thema. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass wenn man jetzt einen Anfall von organischen Düngemitteln hat, je naturfremder ich das in die Erde vergrabe, desto übler wird der Boden darauf reagieren. Also in der Natur wird normalerweise nichts in der Erde vergraben. Das müsste man jetzt den Leuten von der Düngeverordnung auch mal erzählen. Ja? Also normalerweise wird in der Natur alles obendrauf recycelt. Stirbt ein Tier, liegt der Kadaver da, dann ist das mein Düngedepot, wo keiner drauf wächst, aber jeder ran will. Und irgendwann ist das Tierchen weg. Und dann hast du da, wo das Tier gelegen hat, noch ein Jahr kein Wachstum, wegen der viel zu hohen Nährstoffkonzentration. Und irgendwann, wenn diese Nährstoffe sich anfangen auszugleichen, ist ausgerechnet auf diesem Fleck das Gras immer grün. Das ist wie mit dem Hotspot und meinem Kuhfladen. Ja, erst habe ich eine Geilstelle und haben die Mikroorganismen den Kuhfladen umgesetzt und ist er weg. Und es wächst dort sogar wieder Gras. Dann werde ich auf der Weide immer diese geil grünen Stellen finden, wo Nährstoffe da sind. Ja, und auch eine Beobachtung, die ich auf der Ackerfläche gemacht habe, wo ich dann gedacht habe, ja, so einfach ist das. Wenn wir hatten eine Fläche, wo praktisch auch bei relativ feuchten Bedingungen einer mit dem Trecker rübergefahren ist. So, und dann gehst du da so über die Fläche und denkst, Mensch, wieso sind die Fahrspuren so grün? Die Fahrspuren sind so grün, das kann doch nicht sein. Ausgerechnet da, wo der gefahren ist, wächst es am besten. Einfach nur der Tatsache geschuldet, dass unter den Fahrspuren so viele Leichen liegen, die wiederum mit den frei werdenden Nährstoffen die Pflanze in der Fahrspur versorgen, dass die Fahrspur einfach besser wächst. Also ich habe mit meiner Fahrspur, mit meinem Druck, mit meinem Bodendruck, habe ich das Wasser und das Nährstoffverhältnis praktisch negativ beeinflusst. Nachhaltig negativ, im ersten Moment positiv. Ja, ich drücke den Sauerstoff raus, die Lebewesen sterben ab, werden von den Bakterien recycelt, geben Nährstoffe ab und das, was da noch steht, wächst besser als der Rest. So, Umbau der Kulturlandschaft zur Schaffung von sogenannten Kleinklima. Also das ist das, was wir heute auch schon angesprochen haben. Also dieses Agroforst wäre schon so eine Variante. Ich kann es mir natürlich hier in der Uckermark schwer vorstellen. Ne? Also Agroforst-Systeme, so eine kleingriedigen, das kriegst du ja nicht umgesetzt. Wer soll das umsetzen? Weil ein Agroforst-System, wenn du von den Gehölzstreifen auch noch ein bisschen ökonomischen Nutzen haben willst, ist das auch wiederum Arbeitskräfte. Und ich glaube, hier in der Gegend gibt es auch nicht mehr so viele Arbeitskräfte. Dass man jetzt sagt, ihr fangt jetzt noch an, die Forststreifen zu bewirtschaften. Aber es ist zumindest ein Baustein, um dahin zu kommen, um einfach auch diese CO2-Optimierung. Ne? Jeder spricht, also CO2 ist ein ganz heikles Thema. Also ich persönlich bin kein Befürworter dieser CO2-These. Ja? Also für mich ist CO2 nach wie vor ein Pflanzennährstoff. Und für mich ist nach wie vor die Tatsache, dass ich CO2 habe, eine Tatsache, dass eine Pflanze auch tatsächlich Kohlenstoff wieder einbauen kann. Wenn ich aber Bewirtschaftungssysteme habe, wo frei werdendes CO2 einfach so weg kann, dann sage ich, dann schadet das nicht meiner Atmosphäre, weil es meiner Meinung nach vom Per-Mill-Bereich so gering ist, dass es mir wirklich jemand nachweisen muss, dass dieser geringe Anteil wirklich nachhaltig verändert. Aber es ist Nährstoff, der nicht wieder eingebaut wird. Und das ist mein Problem. Also da sehe ich das Problem drin, dass der nicht wieder eingebaut wird. Ne? Und wenn wir die Klimadiskussion an der Stelle, wenn ich die noch abrunden wollte, dann sage ich, die einzige wirkliche negative Beeinflussung des Klimas durch uns ist der gravierende Eingriff in die Vegetation generell.
Weil Fakt ist doch nun mal eins, das Klima wird beeinflusst von der Sonne. Und in dem Moment, wo ich auf allen Kontinenten die Vegetation in dem Maße beeinflusse, wie wir es die letzten 100, 200 Jahre getan haben, mit Wälder brennen immer mal ab, auch in der Urzeit sind Wälder mal abgebrannt, wenn der Blitz einschlägt oder wie auch immer. Aber wenn die Wälder umgebaut werden zu Monokulturen, die dann abbrennen, wie sie die Natur nicht abbrennen lassen würde, dann habe ich einen massiven Umbau der Vegetation und dann habe ich eine andere Sonneneinstrahlung, andere Einstrahlungsverhältnisse und dann verändert sich logischerweise auch unter diesen 13 Kilometern Atmosphäre das Klima, wie im Gewächshaus. So, dann zusätzlich Anbau von Langzeitblühflächen zum Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt. Also wenn Herr Lindhorst, möge mir verzeihen, aber wenn Herr Lindhorst jetzt anfängt, sein Image aufzubessern, indem er ein paar Blühstreifen anbaut, dann löst er damit nicht das Problem, dass seine Fruchtfolge aus Mais und Getreide besteht. Und ein einjährig angebauter Blühstreifen ist schön fürs Image und schön fürs Vorbeifahren, aber es löst nicht das Problem, ne? Sondern hier geht es um Langzeitblühflächen, wenn ich mir das leisten kann. Ich kann ja ruhig versuchen, in Ecken, wo sowieso der Naturschutz und wo sowieso jede zugezogene Berlinerin und sowieso jeder irgendwo, kann ich doch genau die Ecke, die kann ich doch nutzen, um sowas umzusetzen, wo ich weiß, das ist ein Baustein für mein Gesamtkonzept. Das muss ich dem noch nicht mal erzählen. Der freut sich einfach nur und ich habe meine Ruhe. So, Tierhaltung, Weidehaltung, Futterbau als Bestandteil der Fruchtfolge zum effektiven Humusaufbau sehe ich nach wie vor mit großer Sorge, weil in Brandenburg die Tierproduktion auf dem Rückmarsch ist, bis auf diese kurzweiligen Geschäfte mit Hähnchen und mit schnell wachsendem Tier. Aber alles, was so ein bisschen fürs System was bringen kann, das schaffen wir gerade ab. Ja, und dann weiß ich ja immer, ich habe, wenn ich im Biobereich unterwegs bin, ich habe auch immer viele Veganer im Publikum und deswegen da. Schöner Spielersatz, ja. Da muss ich dann einfach ein bisschen provozieren, ne? Weil ich sage, Leute, ihr müsst euch einfach mal darüber Gedanken machen, was eure Pflanzen fressen. Ne? Gut, und zehntens, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ist zehntens. Ja, das war. Die Generation muss jetzt mal kommen. Ja.